So, ich mache jetzt erstmal Fernlicht an, damit du mich nicht mehr siehst. Damit du vor lauter Licht nichts mehr siehst. Das, was habe ich denn getan? Nix. Ja, kümmere dich doch mal um Andi. Nee, der Andi hat noch Fracht, das ist gemein. Nee, das ist nicht gemein. Ich hatte auch noch Fracht, als er mich umgeschmissen hat. Ja, da hatte er aber auch Fracht. Das gleicht sich aus. Aha. Na, Julian? Alles klar? Ihr seid bekloppt. Kleiner Scheißer. Hauptsache, wir machen nicht so weit, dass wir einer zurücksetzen. Oh, wie schön. Ich kann nicht das fertig. Oh, guck mal, da ist eine Fähre und so. Andi, guck mal nach links, ein bisschen länger, dann kannst du sehen, wie sich die Fähre bewegt. Ich zeig dir gleich mal, wie du dich bewegst. Ne? Ja, die fährt. Die Fähre. Da steht fährt einer. Beziehungsweise fährt. Der steht, ne? Oder fährt der? Ey, ich hätte länger essen sollen. Wieso? Warum? Ja, hast du jetzt mehr Kraft oder was? Wollte gerade sagen, bist du. Mit dem Umfallen da, oder wir hätten. Ha, hätten wir mal durchdrehen können. Also. Durchdrehen? So was drehen bis zum Ende, ohne diesen scheiß Server-Reset, weil sonst. Server-Reset. Halt, weil als ich essen war, hat der Andi sich wahrscheinlich das ausgedacht mit dem Umkippen. Nein, der Andi denkt sich sowas nicht aus. Das kommt immer spontan beim Amdi. Beim Amdi? Was Amdi. Ist denn ein Amdi? Amdi. Ja, ich glaube, wir müssen abfahren, ne? Nee, doch nicht. Ich meine, wir müssen hier runter. Nee. Scheiße. Hast du gedacht, der Andi fällt drauf rein, wa? Ja, ich versuche halt die Situation zu erstellen, weil, Oh, was ist denn hier los? Das ist halt bei mir auch schon passiert, dann kann es ja beim Andi auch mal passieren. Hier ist irgendwie Stau. Leute, fahrt ja mal. Ah, da kommt noch einer. Ja, super, hey, jetzt fährt der drängt sich da rein, denn? Hat er recht. Nee, gar nichts hat der. Doch, da hat er recht. Bin eh der Schnellere, ich überhole ihn jetzt. Recht. Er hat vollkommen recht. Recht hat er. Recht. Ja, was links hat er denn jetzt hier? Pause. Was schleichen die denn hier rum? Hier dürfen wir eigentlich nicht überholen. Hier ist doppelt durchgezogen. Oh, da kommt einer, Andi. Hoppala. Wie er weggeflogen ist, Alter. Der muss sich jetzt so hassen gerade. Der muss sich so... Ich hätte mir zwar gewünscht, ach, du hast den auf der Leitplanke geparkt. Du hast den auf der Leitplanke geparkt. Motorfehlfunktion. Aha, wo hab ich den jetzt her? Ich hab mich auch gerade irgendwo geparkt. Ich kann irgendwie hier gerade nicht. Hängt da ein LKW an mir fest? Ja, dein Auflieger hängt an dir fest. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hängst auf der Rille da. Sag das mal dem Typ mit dem Bagger hier, der ist happy. Das ist so geil, echt. Ich kann mich gerade nicht bewegen, Leute. Ah, wieder auf die richtige Straßenseite. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist an diesem Satz schwer zu verstehen? Hängst du irgendwo fest? Irgendwas hängt. Dann musst du wahrscheinlich nicht zu der Werkstatt. Nee, da tut sich gerade nichts. Ja, dann zur Werkstatt. Ich will aber fahren. Wo hängt der denn? Vielleicht auf dem Pöller. Wo zum Eier? Also wenn du dich jetzt rein hypothetisch zurücksetzen würdest... Oh Gott, kommst du mit Felix Stone auf. Sicher? Ja. Ist die nächste Stadt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er an die umfällt. Ich werde da mal vorne mal wenden, dann gucke ich nicht ganz. Ich glaube, das wird nichts. Ich setz mal zurück. Das wird in Felixstone sein. Können wir jetzt sehen. Ach, Julian, weißt du. Hast du toll gemacht. Julian. Kollege.
Julian, das hast du toll gemacht. Wir sind hier in England, ne? Aber ich habe gar nicht viel Schaden. Thin Ice. Ja gut, aber du hast dann wahrscheinlich irgendwo die Achsen in der Luft gehabt. Ja, irgendwas hier. Ich bin in Grimsby. Da, wo wir gerade waren. Ja. Stimmt, ja, genau, Grimsby. Sorry. Ja, gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, wir stellen uns. Hast du gehört? Dünnes Eis, Kollege, dünnes Eis. Ganz. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, ich war doch jetzt an deinem Unfall schuld. Ja. Ja, hast du gesagt. Ja, deswegen hast du gesagt. Dünnes Eis. Ja, ist ja richtig. Ja, du warst an deinem Unfall schuld. Eis. Hat ja alles seine Richtigkeit. Ja, du warst schuld. Du alleine. Der Carsten hat nichts gemacht, der war lieb. Ich hab nichts gemacht, nee. Ja, klar. Der Carsten ist zwar noch vor mir gefahren und so, aber... Ja, der hat ja aufgepasst auf mich. Nicht wie du, der dahinter schon wieder gehielt hat. Wie komm ich an Carsten vorbei? Wie werf ich aber an eigentlich lag das Problem im Gegenverkehr. Was hat denn eigentlich der Bagger-Typ jetzt gemacht? Fährt der wieder, oder? Nee, der hängt auf der Leitplanke. Der setzt sich wahrscheinlich jetzt auch nach Grimsby zurück. Pass mal auf der Autobahn auf, Kollege. Mhm. Ja, was fährt der denn auch einfach und da und weicht nicht aus, wenn genau. Was fährt der auf seiner Spur, das Fahrzeug? Ja, boah, echt mal. Der hätte doch ausweichen können, ey. Ja, eben. Wenn Andi kommt, dann muss der Platz machen. Aber Leute, es war echt knapp. Ich wollte ja auf die Wiese fahren. Der hätte ja mal ausweichen können, ne? So. Wolltest so mit Lenkrad und so. Ja, vielleicht hat der kein Lenkrad. Ja, nicht jeder ETS-Spieler hat ein Lenkrad. Nicht? Ja, hallo, mit Lenkrad sollte man schon fahren, oder? Sollte, geht aber auch mit Tastatur und Maus. Oder kommt einer von hinten. Und Maussteuer. Carsten, lass doch mal diese Vulgärsprache. Ja, Entschuldigung. Ich esse gerade, ja? Da kam halt einer von hinten. Carsten, ich esse gerade. Hör mal auf. Weißt du, was ich cool finde? Was denn? Was denn? Bei einer gewissen Let's Player-Truppe, ja? Ja. Die der Chakotin nicht das, mag. Genau, Pete's Meat. Eigentlich sollte der Bram total lieben, weil Bram hasst Apple. Deswegen dachte ich eigentlich, Chakotin mag mindestens Brammen. Warum? Auf jeden Fall. Brumbeer? Ist das egal, wenn jemand in der Aufnahme rülpst oder so. Aber was die nicht haben können, ist, wenn jemand isst. Hier ist es genau andersrum. Ja, ich bin halt. Was kann ich dafür, wenn ich bin? Ich meine. Nee, essen, tun, kauen. Oh, mein Mutter schon wieder so aus. So meinst du das? Mund voll hat. Ist da immer noch so ein Stau? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Wir rollen gerade so ein bisschen. Wie ihr rollt gerade? Ja, wir rollen gerade 5 km/h. Ach so, ich dachte, ihr wartet da. Wir warten. Aber wir wollen ja halt nicht gekickt werden. Carsten, warum hast du die Rundumleuchter? Weil ich hier langsam fahre. Dafür brauchst du keine Rundumleuchte. Da fährst du einen Warnblinker. Nee, ich bin ja ein Hindernis. Deswegen habe ich die Rundumleuchter an. Damit man mich sieht. Fahrt ohne mich weiter. Ich bin nur ein Hindernis für euch. Zack. Sagt? Julian hat endlich kapiert. Oh, mein Auto fährt nicht mehr. Ja, so oft wie er umfällt. Du hast ja auch einen LKW. Andi, ach, der Motor war auch. Warum fahre ich auf der Autobahn in eine Kurve und setze einen Blinker? Ich bin bis jetzt erst 4-mal umgefallen, Andi. Ja, Andi ist ja jetzt auch nicht umgefallen. Der ist ja nee, aber trotzdem aufgesetzt. Insgesamt 8-mal. Aufgesetzt ist der Andi. Ich hab dafür den anderen schön durch die Luft geschleudert. Das oder 7-mal. Ja, und ich hab das alles auf Video. Ja, ich auch. Ich hab's ja gesehen. Er kam mir ja entgegen. 7 oder 8, verstehst du? Ich glaube Auge 7. Zu Auge. Andi, ich glaube 7. Was? Du umgefallen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Immer gnädig, 7-mal bist du umgefallen. Carsten, 5. Wenn ich umfall, dann bist du sowieso schuld. Insofern. 2. Josh 1. Ich finde, Josh ist noch viel zu selten umgefallen. Mhm. Du auch. Siehst du mal, wie witzig der ist. Ich bin nur einmal weniger umgefallen als du. Siehst du das? Ja, eben. Wie gehässig er ist. Weniger als ich. Und das ist ja nicht so toll. Ja, wobei, bei Josh ist okay. Der Chakotay müsste mehr umfallen. Oh, wenn er das jetzt gehört hat. Bist du beim nächsten Mal, glaube ich, dran. Der hat doch immer noch seine Datei Rage MP4. Egal, was ist, ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal. Guckt er sich dann aber stündlich an, wenn er das jetzt gehört hat. Ja, das soll mir doch egal sein. Vielleicht, wir haben ja jetzt erstmal wieder Stoff ein bisschen. Also vielleicht ist er auch schon wieder dabei, wo die Session hier noch gar nicht ausgestrahlt wird. Stoff hast du, das würde ich aber jetzt nicht hier so erzählen, so ohne weiteres, ne? Ich nehme keine Drogen, ich meine Aufnahme. Ach so, aufgenommen. Aufnahmestoff. Ich rauche nicht mal.
Ich habe das Einzige, was ich zu mir nehme, ist ab und an mal Alkohol. Amphetamine. Das ist mein voller Ernst. Ja. Ich bin auch nicht bei diesem scheiß Kiffertrend dabei. Ich kann den nicht verstehen. Kiffertrend? Ja, Kiffertrend. Ach so. Was ist denn ein Kiffertrend? Ja, immer mehr Leute kiffen. Echt? Ja. Warum machen die das? Das ist außerdem verboten, Kollege. Ja, natürlich ist das verboten. Ja, woher weißt du das dann, bitteschön? Tja. Aha! Ich kenne aus der Schule. Aus der Schule? Solche Leute kennst du? Mhm. Passiv. Passiv kennst du? Ach, du stellst dich nur daneben. Nee. Ich kenne die nicht direkt. Ach so. Ihr seid Vögel, ey. Julian, der Passivkiffer, das höre ich auch zum ersten Mal. Ich kenne die nur passiv. Ich rauche und kiffe nicht. Ich nehme auch keine anderen Drogen. Oh, das Einzige, was ich mache, ist hier und da trinke ich mal Alkohol. Hallo, hier bin ich. Ui, toll, toll bist du da. So, Carsten, wo sind die 750 PS? Oh! Was macht ihr da hinten? Er hat mich wieder in die Botanik befördert. Jetzt häng ich hier. Das ist gut. Jetzt sag nicht, du hängst fest. Doch. Nee, ne? Nein. Boah, der verarscht mich hier voll, ey. Ja, was denn? Du hast mich abgedrängt, als ob ich da noch richtig ehrlich zu dir bin. Ja klar, musst du. Am Arsch. Ich bin der Älteste, so wie muss ja, man. Und? Ja, du bist der Retro-Mann. Genau, der Retro-Mann. Ja, zu mir muss man immer nett sein und so. So, du musst man gar nicht. Oh nein. Oh shit. Ah, komm nicht auf meine Spur. Carsten? Oh nein. Ja, was denn? Bist du eigentlich TeamSpeak? Nee, warte mal, ich bin doch Andy? Richtig. Ja, was denn? Machst du da? Du fährst rückwärts. Ja, ich dachte, ich wäre falsch, aber ich bin noch richtig. Was ist denn jetzt? Ja, hast du wieder schön eingeparkt, wa? Wie Carsten gelacht hat. So, komm, Andi, fahr heute noch. Schnüss halten. Achso, du bist das, Carsten. Na gut, dann mach mal weiter. Guck mal, wie er links und rechts antäuscht. Der möchte die ganze Zeit vorbei. Zack, einmal. Der Radikalmethoden. Ah, hey. Vorbei. Ich bin vorbei. Ah, vorbei. Der Carsten hat mich gerammt. Nein, du hast mich gerammt. Aber ich war zu schnell. Was hast du jetzt davon, mich überholt zu haben? Weiß ich auch nicht. Langweilig. Ja, eben. Naja, wenn ihr da vorne fahrt, hab ich meine Ruhe. Ich meine, das ist ja auch ganz... Julian. Was, Julian? Ja, fast hat sich den Julian erwischt. Oder er mich. Ja, Tack, hör auf. Ja, Tack, hörst du auf? Nein. Sagt er und ballert mir voll rein. Das man achte nix. Jetzt auf den Rückspiegel. War jetzt Absicht, ja? Ja, genau. Das war das Absicht. Das weiß ich. Das ist bei dir immer Absicht. Ja, was du kannst, kann ich auch. Achtung, Carsten, ich komm rüber. Ich hab das gesehen. Gut. So eine Doppelmoral kann ein Mensch doch gar nicht wissen. Nicht ram, BOOM! Ja, du wolltest mich ja rammen, deswegen... Hat er zurückgerammt. Ja, du hast schon richtig gesagt, wollte. Ja. Ich hab's ausgeführt. Da hab ich gedacht, dann mach ich's erst, bevor du schaffst. Ja, ich bin's nicht. Ja, das könnte ich sein. Hab ich gerade gehört. Das tut mir jetzt leid. Ja, Andi, denk nicht, du bist sicher. Es tut mir leid. Denke nicht, du bist sicher, Andi. Es tut mir leid. Ja, jetzt schalte ich mal in den Chakoti-Modus. Nö, ich bin jetzt stur. Ich trage jetzt nach, ja. Ich bin jetzt nachgegangen. Ich hab das als Aufnahme. Ja. Was trägst du denn nach? Ich trage dem Andi. Wir müssen übrigens nicht. Wir müssen hier runter, ne, Andi? Nee, doch nicht. Nee. Was macht ihr denn da, ihr Hirnis? Wieso, ist doch richtig. Schade, ich hatte gehofft, weil der Andi schon so das Lenkrad so
Jetzt, Nee, ich hab das schon. Carsten, alles, was machst du denn? Hab das schon. Was bist du langsam? Ich hab das schon alles erfasst gehabt. Und der Andi hat gerade ein Schild umgeschmissen. Wieso? Ich bin nur um die Ecke gefahren. Ja, aber das Schild ist trotzdem umgefallen. Ja, da kann ich nichts für die Instabilität des Schildes, ja. Vorbei, Bitch! Da wie er noch rübergezogen ist. Ich habe ein bisschen zu spät in den Außenspiegel geguckt, sonst hätte ich es mitbekommen. Du bist auch nicht ganz dicht, oder? Sag mal, bei dir geht's aber auch nicht mehr, oder? Doch, alles gut. Ja, nicht mal allzu viel Schaden, ist auch schön. Oh, guck mal, Sonnenblumen sind sogar normal, Originalgröße. Original, so original. Original. Die sind nicht zu groß. Die fallen da ja gewisse Blumen ein, die sind sehr groß, ne? Ja. Mhm. Was denn für Blumen? Die haben mit einem anderen Spiel zu tun. Mit einem anderen Spiel? Ich hab mir aber sagen lassen, das wären Tetto-Blumen. Tetto-Blumen? Ich dachte, das wären Standard-Blumen. Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Ich glaube eigentlich nicht, dass Tristan so riesen Blumen benutzt. Tja, keine Ahnung. Ich auch nicht, ich hab auch keine Ahnung. Oh, scharfe Kurve.